Es ist wieder soweit. Die Adventskalender gibt es wieder im Shop. Ihr könnt vorbestellen und bis Ende September hat jeder von euch die Möglichkeiten, eine von 20 Buddy-Ruten long abzustauben. Warenwert von fast 130 Euro. Und im aktuellen Kalender gibt es diesmal einen Warenwert von über 180 Euro für 99,95. Checkt unten in der Videobeschreibung den Link zu den einzelnen Kalendern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß im nachfolgenden Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei Zec Fishing Wells. Ich bin diesmal mit Sören, seiner Freundin, unterwegs am Fluss und wir wollen heute Blutegel fischen. Wir haben noch welche, haben eigentlich sehr viel vor. Ihr seht es vielleicht schon, es ist schon relativ spät am Abend. Wir müssen jetzt schnell unsere paar Montagen rauskriegen. Fischen heute, wie gesagt, alles, oder so ist der Plan, unter Wasserposen. Alles mit Blutegeln, weil wir davon noch einige haben. Dann wollen wir, wenn die Nacht nichts passiert, morgen aktiv angeln. Das wollen wir machen. Also wie gesagt, ein ganz großer Facettenbereich, was wir die nächsten Stunden abfischen wollen. Denn wir haben insgesamt nur 2 Tage Zeit. Ja, mal gucken. Ich nehme euch bei der Session mit. Wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Damit will ich euch erstmal die Rahmenbedingungen sagen. Wir sind Ende August hier. Ja, klassisches Sommerangeln. Platz hat Sören rausgesucht. Der ist Lokalmatador hier in der Ecke. War ich auch schon selber. Ja, ist mittlerweile 2 Jahre her, wo ich das letzte Mal hier war. Aber immer eine gute Ecke gewesen. Möchte ich euch dann nochmal separat auf dem Blog erklären, warum wir hier sitzen. Erstmal ein paar Rahmenbedingungen. Normalwasserstand, sehr klares Wasser. 24 Grad Wassertemperatur. Sehr drückend, schwül ist es. Ja, wir dürfen, dadurch, dass ein Sören seine Freundin dabei ist, mit 6 Montagen angeln. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir da so einen bunten Mix irgendwie hinkriegen, dass wir noch irgendwoher einen Köderfisch organisiert bekommen. Müssen wir mal schauen. Im Supermarkt, wie ja immer. Aber ansonsten primär so ein bisschen das Augenmerk auf dem Egel und auf Wurm. Schauen wir mal. Und bevor wir dann uns die Montagen auslegen, würde ich sagen, gehen wir gemeinsam durch den Tackle-Check. Ja, der Tackle-Check. Ich habe natürlich dabei mein Solid Brolli, den alten, den gibt es leider nicht mehr, obwohl wir viele Anfragen danach haben. So, dann haben wir dabei, von Routen her, habe ich die Homezone, die ich auch woanders gefischt habe mit Pellets. Da haben wir jetzt nur andere Vorfächer drauf gemacht. SR10 drauf, Halkline 0,43, Schlagschnur 0,8 davor. Köderfisch werden heute Nacht definitiv nichts, denn Läden sind schon zu, sind wir zu spät dran, da noch schnell irgendwo eine Forelle zu kaufen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wir haben noch Blutegel, ein paar Würmer haben wir auch noch. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Ruten voll. Dann haben wir da eigentlich noch dabei die uralten Brocat, hatte Sören selber noch mit einer HR20. Da ist eine Halkline drauf in 0,55, das stärkere, was er überall im Einsatz hat, also Italien, Spanien, aber auch hier. Genau, so ein Schlauchboot hat der Sören dabei, ein Echolot haben wir dabei, ein kleines. Den Bootsorganizer haben wir dabei, da haben wir drinnen eine Plane, haben wir schon ein Schlauchboot geworfen, damit wir das haben, falls ein Fisch kommt, damit wir das unter dem Fisch legen können. Da ist auch nochmal ein Maßband drin, Handschuhe. Genau, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Ein bisschen was zu essen, ein Schlafdecke, es ist brutal heiß, mehr braucht man nicht. Und einmal Reserveklamotten, das habe ich alles in den großen Rucksack reingeworfen und fertig. Falls ihr Sachen braucht, ihr kennt das Spiel, unten in der Videobeschreibung sind die Links zu den wichtigsten Produkten. Wir fangen jetzt an, die Ruten zu setzen. Da nehme ich euch definitiv bei einer mit, denn wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst ist die Sonne fort. Aber eine zeige ich euch draußen auf dem Wasser und die anderen ballern wir dann schnell hinterher. Und dann gucken wir mal, ob die Nacht was passiert. Ja, das Rig stellen wir euch mal separat vor. Da sind wir auch nach wie vor noch am Testen. Ich hatte ja jetzt auch von Dudi, wo ich die Blutegel auch her habe, mal so ein Vorfach bekommen, was der mir geraten hat. Und der macht eigentlich die Blutegel alle auf dem großen Einzelhaken. Das ging auch, gerade beim aktiven Angeln.
Wir fischen aber sehr oft jetzt, gerade beim Ansitzangeln haben wir das letztes Jahr auch schon gemacht, mit diesen Clips. Wichtig ist, hinten die mit der Spitze, das zeigt man euch dann aber separat. Warm Clips, genau. Sören sagt, die Warm Clips, das andere sind die Baitfish Clips, glaube ich. Und die sind rund, da kriegt er die Blutegel nicht durch. Wir haben damit halt gute Erfahrungen gemacht. Erstens mal halten sie wirklich bombig und der Riesenvorteil ist, wir können sie, wenn wir sie abmachen, sieht man da keinen Einstich, gar nichts und die sind wirklich quirlig. Bei den großen Einzelhaken ist mir halt aufgefallen, wenn ich sie da wieder abmache, reißen die meistens an den Widerhaken so auf, da gehen die öfter mal kaputt. Und mit diesen Clips passiert da gar nichts. Machen wir jetzt ein paar drauf. Wir machen dann auch noch von diesen künstlichen Würmern welche drauf. Da sind wir ja nach wie vor am Probieren, am Testen. Habe ich jetzt auch beim Klopfen wieder gemacht. Ist aber noch lange nicht final. Aber dennoch finde ich es halt immer wieder eine gute Sache, dass man immer was irgendwie mit drauf hat. Bei den Blutegeln ist es nicht ganz so schlimm, aber eine reine Wurmpräsentation, die meisten von euch kennen es halt, das klingelt einmal nachts. Teilweise kriegt man es nicht mit, weil man gerade eingepennt ist oder wie auch immer. Mit diesen Attrappen haben wir halt den Vorteil, das sind jetzt noch immer noch die Muster. Ihr seht zwar, die ja, haben sich jetzt etwas geleert. Ich habe damit Fisch gefangen beim aktiven Angeln und ich stecke die halt immer als Abschluss mit drauf. Also ich habe es immer so als Stopper. Also ein Unterschied zu den echten, wenn sie draufhängen, sieht man gar nicht. Da muss man schon genau gucken. Und das ist halt quasi mein Abschluss, ein Gummistopper. Sind auch geflavorte, da haben wir verschiedene Muster gehabt. Und der Sören macht jetzt überall die Würmer drauf. Und als Abschluss kommen dann die mit drauf und dann haben wir quasi einen bunten Mix. Wir experimentieren auch wieder. Das kennt ihr, das Spiel, wie immer. Das meiste Vertrauen hat nicht nur ich, sondern auch der Sören, wie ich das sehe, in eine grüne U-Pose, weil der hatte jetzt die Vorfächer vorgebunden. Grün, aber jetzt auch im Weiß und das hat 10 Gramm, reicht aus. Wir haben einen Circle Hook in der Größe M drauf, aber wie gesagt, ein reines Swig-Tutorial zeigt man euch nochmal. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und so sieht das Ganze aus. Das war jetzt die Rute am weitesten weg vom Ufer aus gesehen, also von unserem Angelplatz aus, Distanz, aber direkt in der Uferkante drin. Warum? Zeige ich euch morgen mal auf dem Blog. Wie gesagt, ihr seht, die Sonne ist am Verschwinden. Wir haben jetzt noch 4 Montagen. Die legen wir schnell aus, weil da geht's besser. Sören macht das halt auch nicht jeden Tag, aber so zu zweit geht das schnell. Einer fährt das Boot, einer nimmt die Rute. Ich habe jetzt mal gefilmt, um euch das zu zeigen. Haben das gleich nochmal abgesenkt, weil relativ viel Gras kommt. Deswegen haben wir da nochmal einen kleinen Stein davor gehangen. Und die anderen setzen wir jetzt ähnlich, nur kürzer, unmittelbar vor unserem Platz. Und dann ist alles zu und dann schauen wir mal. Ja, im letzten, wirklich im letzten Licht, aber es ist schon, ja, ich glaube 9:45 oder so, sind wir fertig. Und was war natürlich, wir haben es schon draußen gehört, es hat irgendwo mal geklingelt. Und das ist halt diese nervige Sache, gerade wenn man dann mit Wurm oder so angelt, welche Rute war das? Und dann noch umgelenkt und wenn es dann so heftig klingelt, kann man fast immer davon ausgehen, dass zumindest ein paar Köder fehlen. Vielleicht nicht alle, aber ein paar. Und deswegen ist Sören jetzt nochmal los. Der will das jetzt so mal versuchen zu kontrollieren. 2 Ruten ist kein Problem, weil wir die Topboarder abgehangen haben. So, das zeige ich euch aber spätestens morgen früh auf dem Blog. Wir werden jetzt erstmal noch was essen. Und dann hoffen wir natürlich, dass ein Biss kommt. Wenn es so ist, seid ihr natürlich dabei. Und dann ist der Plan morgen aktiv angeln. Da mache ich eine separate Session da draus. Da hoffen wir natürlich, dass auch was passiert. Aber mal gucken. Prognose ist definitiv so. Es kommen ca. 10 bis 20 cm Wasser. Es waren heftige Unwetter ringsrum. Und bei uns zieht es sich jetzt auch bedrohlich zu. Wir hoffen natürlich, dass es nicht kommt. Blitz und Donner. Aber laut Angelwetter-App verschont uns das. Ja, und wie gesagt, 20 cm Wasser kommen und da schiebt es relativ viel Dreck jetzt hier durch. Also Gras, Holz, alles Mögliche. Wollen wir natürlich hoffen, dass es uns nicht die Montagen zusetzt. Aber wir haben sie schon extra abgesenkt und dann relativ alle umgelenkt und gleich raus, damit wir keinen Dreck fangen. Ja, schauen wir mal.
Ja, zweite Aktion. Wir hatten vorhin schon die eine Aktion. Da hing aber kein Fisch drauf. War der Stein nur weg. Und jetzt hängt einer. Sehr, sehr geil. Hören drillt. Hier kommt einiges an Schwimmgut runter. Nummer Petri, Sören. Petri, Dank. Geiler Fisch. Wir hatten erst eine Fehlattacke. Rute floss auf. Und das war eine ungelenkte Rute. Zeigen wir euch morgen früh nochmal auf dem Blog. Ja, wenn man mit dem Lokalmatador unterwegs ist, hat gesagt, es läuft. Und es läuft. Sehr geil. Das Rig zeigen wir euch separat mal. Weil das so ein bisschen wie eine Haarmontage ist. Diese Kombination, was ihr vorhin gesehen habt. Das zeigen wir euch auf einem separaten Video. Die Rute kommt nicht mehr ins Rennen. Wir haben einen mega geilen Fisch und haben immer noch 5 draußen. Ja, mega. Ich denke, das reicht. Das reicht. Petri. Petri, Dank. Das ist das Rig, wo er gebissen hat. Machen wir euch dann nochmal ein reines Rig-Tutorial. Jetzt ist der Scheinwerfer auch alle. Die Rute kommt nicht mehr raus. Das, was wichtig ist vorne, das ist jetzt weggeflogen beim Greifen. Ist nur noch der eine Clip drauf. U-Pose hat alles nach unten geschoben und das, was wichtig ist, ist weg. Aber das zeigt man euch in einem separaten Film. Die Rute bleibt drin und vielleicht kommt sogar noch was. Damit einem wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr hört schon, wir haben Gewitterausläufer, aber zum Glück streifen die uns nur, weil weiter ja, östlich von uns, da geht es richtig ab. Was ist noch passiert? Dreck ist passiert, riesen Krautteppich, das haben wir dann auseinandergeschnitten. Das hing dann da drinnen und das haben, ach, das war richtig Katastrophe heute um 4 oder so. Aber ansonsten ist es ruhig geblieben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind erstmal froh, dass das funktioniert hat. Wir hatten zwei Aktionen. Der erste Biss war flussauf. Da habe ich noch gefilmt, wie wir losgefahren sind. Aber dann war Katastrophe, weil die Schnur in dem Busch hing und so weiter und so fort. Die haben wir dann rausgelegt. Da war es dann aber ruhig. Und der Fisch von Sören, der kam jetzt drüben auf der anderen Seite. Und während wir uns jetzt hier beholfen haben mit so einem Windschutz, der Sören hat von diesen Kanufahrern diese Fässer, wo der Klamotten und Schlafsack und so drin hat, finde ich eigentlich ehrlich gesagt mittlerweile sogar eine coole Sache, weil man kann das auch so nutzen zum Draufsitzen und so, braucht man nicht immer einen Stuhl mitnehmen, also so schlecht ist das auch nicht. Uns ist 100% wasserdicht, also man kann es sogar zur Not, könnte man es hinterher ziehen, wenn man im Boot keinen Platz hat, also gar nicht so verkehrt. Da drinnen läuft jetzt erstmal unser Kaffeewasser, weil so ein Wind jetzt ist, immer mal so ein Regenschauer dabei, aber wie gesagt, das hält nicht lange zum Glück, das zieht dann weiter. Und während der Kaffee hier jetzt noch ein bisschen braucht durch den Wind, nehme ich mir Zettel und Stift und zeige euch den Platz auf dem Block. Okay, der Platz aus der Vogelperspektive auf dem Block, von hier oben kommt er. Und wir haben hier halt den Vorteil, wonach wir sehr oft gucken, dass wir vermutete Standplätze, aber auch Fressplätze zusammen beangeln können.
Und hier oben kommt der Fluss so rum, so eine Biegung. Auf der anderen Flussseite haben wir zwei kleine Buhnen, also wirklich relativ klein, aber dadurch dreht halt das Wasser hier rein und der Buhnenkopf hat so 3 Meter. Hier unten ist etwas flacher und hier die Seite ist relativ flach, die läuft nach unten aus. Das ist unsere vermutete Fressroute. Wenn die Fische ziehen, haben wir da eine Route umgelenkt. Das war da, wo der Fisch kam von Sören. Natürlich unser eigenes Ufer, was so circa 2 Meter tief ist. Und hier ganz interessant, durch diesen Knick, haben wir hier am Ufer eine kleine Vertiefung drin. Die hat so 3,20 Meter unmittelbar am Ufer. Und da haben wir diesen Fehlbiss gehabt. Gestern Abend gleich unmittelbar nach dem Rutenauslegen waren auch die Köder fast alle weg. Es hat nur einmal einen Schlag getan. Ja, und der Absenkstein war noch dran, aber die Reißleine am Stein und oben war gekappt. Ja, ärgerlich, aber passiert. Wir sitzen hier und dadurch, wie gesagt, dass wir 6 Ruten einsetzen dürfen, haben wir das überall zugemacht. Und so sieht der ganze Platz aus. Und auf sowas achte ich auch immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich einen vermuteten Standplatz habe. Zum Beispiel hier, wo eine Vertiefung ist, aber auch so eine Buhne. Und auf der anderen Seite, dass ich mindestens 1 oder 2 Montagen dort ablegen kann, wo ich denke, wenn die Fische ziehen, dass sie auf meinen Köder treffen. Und das ist in dem Fall diese Seite oder mein eigenes Ufer. Ja, ich hoffe, mit den Skizzen konnte da ein bisschen was anfangen. Für all diejenigen, die so ähnliche Flüsse dann haben und dann auf der Platzwahl sind und immer wieder wichtig. Deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Ich würde alleine hier nicht mal schnell herfahren, gerade nicht für eine Nacht, weil ich hier neu wäre. Da würde ich mir mehr Zeit nehmen und das ist halt der Riesenvorteil, wenn man wirklich gute Kontakte hat. Und das habe ich mittlerweile so viele Leute und da bin ich wirklich als Gast. Und deswegen ist natürlich klar, wenn ein Biss da kommt, dass der Lokalmatador als erstes trillt, ich trill dann als zweites, weil ich Gast bin und ich kann da immer wieder was mitnehmen. Im Umkehrschluss kann natürlich auch der, wo ich hinfahre, was mitnehmen, denn es waren jetzt wieder 2 Sachen. Das erste war halt, wo kam die Fehlbisse auf eine Route, wo das Sören seinen Vorfächer noch mit den anderen Haken gefischt hat. So, Circle Hook hat gegriffen, das ist so eine Sache und da kann sich jeder von den anderen immer so ein bisschen was abschauen und das Boot fahren. Ja, das ist natürlich dann auch Katastrophe, wenn man das auf der Seite runter macht, auf der und damit anlegen in der Packung und so weiter. Und da habe ich halt einen ganz anderen Wissensstand, weil ich halt viel, viel mehr Boot fahre wie die meisten meiner Jungs, die ich dann besuche. Und so profitiert dann jeder von den anderen und ich zeige euch das dann immer in den Videos, wie wir dabei vorgehen, beziehungsweise denjenigen, wo ich dann besuche. Was haben wir heute noch vor? Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal die Routen, die noch draußen sind, reinholen. Alles nochmal kontrollieren, mal gucken, wo die Köder fehlen, was noch drauf ist. Dann sind wir heute, auch wenn die Bedingungen dafür Katastrophe sind, zum aktiven Fischen definitiv heute eingeplant. Da ist unser Plan so, Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen. Einfach nur, um viel zu sehen. Vielleicht finden wir da auch wieder andere interessante Strukturen, die wir jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben. So, das ist der Hauptplan, aber ihr seht es halt mit dem Wind, dass es Katastrophe ist und es ist verdammt kalt geworden heute. Also gestern waren wir noch bei 30 Grad, jetzt sind wir irgendwo bei 20 aktuell und viel Wind. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz, das probieren wir heute. Was uns dabei alles passiert, erfahrt ihr schon bald in einem der kommenden Zackfishing-Welts-Videos. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, euer Benny. Ciao.